Kochen ist heute eine anerkannte und weltweit zelebrierte Kunst. Viele Spitzenköche sind zu regelrechten Stars avanciert. Und obwohl die Fusionsküche, also die Kombination verschiedener Kochkünste und Esskulturen, immer beliebter wird, setzt die französische Küche weiterhin Maßstäbe und bleibt ein unerlässlicher Teil jeder Kochausbildung. Die französische Küche scheint schon immer maßgebend gewesen zu sein. Aber in Wirklichkeit ist dies größtenteils einem kleinen provenzalischen Koch mit herausragenden Fähigkeiten zu verdanken. Für die Köche der Welt ist Auguste Escoffier eine Legende. Und sein Geist ist in den Spitzenrestaurants der internationalen Gastronomie bis heute spürbar. Er ist unser Gründervater. Er begründete eine neue Ära. Alles, was wir heute mit dem Wort Meisterkoch verbinden, geht zum großen Teil auf Escoffier zurück. Er ist unsere Bibel, unser Maßstab. Für mich bleibt Escoffier ein Vorbild und ein lebendiger Teil meiner Küche. Als Zeuge tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen hat Escoffier die Welt der Gastronomie nach und nach revolutioniert und an das neue Zeitalter angepasst, das er bereits voraussah. Auguste Escoffier hat sein Leben der Verwirklichung eines sehr französischen Traums geweiht. Er wollte die Kochkunst in den Rang der schönen Künste erheben. Ihre Meisterköche sollten dasselbe Prestige und dieselbe kreative Freiheit wie große Künstler genießen. Warum habe ich den Kochberuf erlernt? Das war nicht mein Traum. Mein Wunsch war es, Bildhauer zu werden. Denn als junger Mann fühlte ich mich zu den schönen Künsten hingezogen. Leider musste ich darauf verzichten, diesen Weg einzuschlagen. Mit 13 ging er bei einem Onkel, der in Nizza ein Restaurant besaß, in die Lehre. Nun versucht der 19-jährige Auguste sein Glück in der Hauptstadt. Er hat bereits alle Grundlagen der Kochkunst erlernt und es bis zum Chefkoch in einem Hotel gebracht. Doch ihm ist auch klar, welcher Status in der Gesellschaft des Zweiten Kaiserreichs mit seinem Beruf verbunden ist. Damals wurde der Kochberuf in der mondänen Gesellschaft eher gering geschätzt. Dazu bestand jedoch kein Anlass, denn Kochen ist eine Wissenschaft und eine Kunst. Und ein Mann, der sein Bestes gibt, um seine Mitmenschen zufriedenzustellen, hat es verdient, geachtet zu werden. Der junge Auguste träumt von einem Prestige, wie es im 18. Jahrhundert der erste Koch genoss, der als Meisterkoch galt. Der legendäre Carême stand im Dienst von Außenminister Talleyrand und nahm für sich in Anspruch, ein Künstler zu sein. Auch Escoffier will nicht einfach nur kochen. Was ihn animiert, ist die Kochkunst. Auf Empfehlung eines Gastes wird er im renommierten Petit Moulin Rouge eingestellt. In Paris hofft er, endlich den Geist seiner Vorbilder zu finden. Er brennt darauf, in ihre Fußstapfen zu treten. Auguste hat Glück, denn als er 1865 als fast 20-Jähriger in Paris eintrifft, ist er zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es ist die Glanzzeit des Zweiten Kaiserreichs, das von einem modernistischen, autoritären, ja populistischen Regime regiert wird, das sehr erfolgreich ist. Es ist also eine sehr spannende Zeit. Seit dem Staatsstreich von Napoleon III. Hat Frankreich seine industrielle Revolution begonnen und sein Kolonialreich vergrößert. Alle Gesellschaftsschichten werden wohlhabender.
Der Stadtplaner Georges Eugène Baron Haussmann gab Paris ein neues Gesicht. Die Feste der Kaiserin Eugenie bezaubern ganz Europa. Der gesamte Adel eilt nach Paris. Er trifft hier auf Vertreter des Großbürgertums und einer aufstrebenden Bildungselite. Im Palais Royal, auf den großen Boulevards und nun auch rund um die Champs-Élysées konkurrieren zahlreiche Restaurants um die vornehmen Gäste, darunter Fürsten, Künstler, Dandys und Bankiers. Paris ist wirklich das Zentrum dieser hedonistischen Welt, das sprichwörtliche Gay Paris. Paris erlebt seine Glanzzeit und der junge Escoffier lernt und beobachtet. Und er arbeitet mitten im Zentrum, im Champs-Élysées-Viertel. Das Petit Moulin Rouge ist ein sehr beliebtes, mondänes Nachtlokal an der heutigen Avenue Franklin Roosevelt. Die Gäste kommen wegen der guten Küche. Aber vor allem, um gesehen zu werden. Damals wagt sich noch keine ehrbare Frau in ein Restaurant. Daher sind die weiblichen Gäste entweder Künstlerinnen oder sogenannte Halbweltdamen. Das sind Restaurants für die Haute Volée. Dort speist vor allem der Adel, dessen Stern allmählich sinkt. Aber es zeigen sich auch immer mehr Künstler. Und dann sind da die sogenannten Halbweltdamen, die gern mit den russischen Großfürsten verkehren. Galizin und Co. Sowie der zukünftige englische König Edward Prince of Wales. Ein Abendessen ist damals eine Angelegenheit von mehreren Stunden. Und die Gäste des Petit Moulin Rouge schätzen eine ausgefallene, anspruchsvolle und reichhaltige Küche. Doch die Kehrseite der Medaille wird dem Enthusiasmus des jungen Auguste schon bald einen Dämpfer verpassen. Das Arbeitsklima in den Küchen ist noch schlimmer als alles, was er während seiner Ausbildung in Nizza erlebt hat. Der Küchenchef Ulysse Rouault regiert seine Brigade mit harter Hand. Damit die Gerichte warm bleiben, verbietet er das Öffnen der Fenster. Wir sind dabei, mehr über die Arbeitsbedingungen in den Küchen herauszufinden, für die sich die Historiker lange Zeit nicht interessiert haben. Das waren sehr harte Bedingungen, auch wegen der primitiven Ausstattung, bei der Holzkohle noch eine wichtige Rolle spielte. Der bis dahin größte Meisterkoch Antoine Carême ist praktisch an einer Rauchvergiftung gestorben. Auguste muss erneut auf der untersten Stufe der Hierarchie als Commis-Rôtisseur anfangen, als Bratenkochgeselle. Das ist eine Männerwelt, in der geschubst, herumgebrüllt und geprügelt wird. Hitze und Tempo müssen gehalten werden und der Stress ist sehr groß. Es ist also alles andere als paradiesisch. Es ähnelt eher der Hölle. Nicht zu vergessen der Alkoholismus, der diesen Beruf damals noch härter machte. Durch die hitzigen Charaktere und die hohen Temperaturen sind die Arbeitsbedingungen einfach entsetzlich. Auguste raucht und trinkt nicht, um sich seinen feinen Gaumen zu bewahren. Er erlernt die Handgriffe und Fertigkeiten und steigt sehr schnell auf.
18 Monate nach seiner Einstellung ist er bereits Chef Garde-Manger, also Chefkoch der kalten Küche. Escoffier fing auf einem sehr einfachen Posten an und fiel schließlich durch seinen Scharfsinn und seine Belesenheit auf. Seine Vorgesetzten erkannten, dass er über die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten für eine Führungsposition verfügte. Also beförderten sie ihn. Ein Commis, ein Geselle, der die nötigen Fähigkeiten besaß, konnte innerhalb der Brigade aufsteigen. 1867 findet unweit des Petit Moulin Rouge die zweite Pariser Weltausstellung statt. Sie ist ganz dem Fortschritt und der rationellen Arbeitsorganisation gewidmet. Die zweite Pariser Weltausstellung ist die ehrgeizigste Ausstellung, mit einer riesigen Halle, in der die Gesamtheit aller neuen Produkte dieser Epoche Platz finden soll. Die Ausstellung ist eine Art Resümee des Fortschritts und soll beweisen, dass die Technik alle Probleme löst. Denn dies ist die Zeit, in der moderne Industrie und moderne Rationalität verschmelzen. Für Auguste bestätigt die Ausstellung, was für ihn klar auf der Hand liegt. Wenn Kochen eine Kunst werden soll, wird es höchste Zeit, dass der Wind des Fortschritts auch die Küchen erreicht. Mit 22 Jahren ist er bereits Chef Saucier, also Soßenkoch, und traditionell Stellvertreter des Chef Cuisinier. Doch trotz seiner Bewunderung für Ulysse Rouaults Küche kann er die Arbeitsbedingungen nicht länger ertragen. Die Commis machen viele unnütze Schritte. Die Arbeitstische sind zu hoch oder zu niedrig. Die Beleuchtung ist schwach. Und die Töpfe eignen sich für einen bürgerlichen Haushalt, nicht aber für die Zubereitung von 200 Gedecken. Ganz zu schweigen von den Rivalitäten zwischen den Küchenjungen, Hilfsköchen, Kellnern und Oberkellnern. Nichts ist funktionsgerecht. Alles müsste neu überdacht werden. Escoffier war der Erste, der sich dachte, mit diesem täglichen Kleinkrieg lässt sich nicht leben. Wir müssen andere Lösungen finden. Doch am 19. Juli 1870 erklärt Napoleon III. Preußen den Krieg. Auguste leistet seinen Militärdienst als Küchenchef beim französischen Generalstab. Im belagerten Metz kreiert er fantasievolle Gerichte, um die Kavalleriepferde zu verwerten, die nach und nach geopfert werden müssen. Wie 150.000 weitere Soldaten gerät er in Gefangenschaft und wird der Küche zugeteilt, wo er für den gefangenen Generalstab von Marschall Mac Mahon kocht. Als Frankreich kapituliert, kommt Auguste frei und kann nach Paris zurückkehren, wo gerade der Aufstand der Pariser Kommune beginnt. 2 Monate später wird der Aufstand blutig niedergeschlagen. Auguste braucht Ruhe. Colonel Graf Waldner bietet ihm an, die Küche in seinem Haus in Ville d'Avray zu leiten. Er wird über ein Jahr bleiben. Dort entdeckt er auch die Kunst der Herstellung von Wachsblumen, der er einige Jahre später sein erstes Buch widmen wird. Unterdessen herrscht in Paris bereits wieder Betriebsamkeit. Die Ausländer sind zurück und die Leitung des Petit Moulin Rouge bietet ihm den Posten des Küchenchefs an. Er ist erst 27 Jahre alt. Um sich als Küchenchef Respekt zu verschaffen, folgt er dem Beispiel von Carême und kauft sich die höchste Kochmütze, die er finden kann. Messieurs, s'il vous plaît.
Sie wird zum Privileg der Chefköche werden und ihnen den Spitznamen Gros Bonnet, hohe Mütze, eintragen. Für seine Mitarbeiter ist er fortan Monsieur Escoffier. Und rund um seine Küchenherde sind Alkohol und Tabak verboten. Als erstes sorgt er in seiner Küche für ein ruhigeres und respektvolleres Arbeitsklima, seines Erachtens eine notwendige Voraussetzung für eine kreativere Ausübung des Kochberufs. Er ist kein knallharter Chef. Er setzt eher auf Überzeugung als auf Zwang. Diese Managementmethode wird sich verbreiten und dafür sorgen, dass sich die Köche noch stärker mit seinem Geist identifizieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass noch viele Jahrzehnte später von Escoffier gesprochen wird. Und zwar auch wegen seiner Arbeitsphilosophie, nicht nur wegen seiner Kochkunst. Das ist ein Bekenntnis zu einem Vorbild. On finira sur les huîtres plus tard. J'aimerais que vous lancez le poisson maintenant parce qu'il y a besoin de 3 quarts d'heure de cuisson à peu près. Escoffier ist es zu verdanken, dass derjenige, der die Bestellungen an die Küche weitergab, der sogenannte Brüller, umbenannt wurde in Annonceur, Ausrufer. Das ist nur ein Detail, aber es vermittelt eine Vorstellung davon, welche neuen Regeln er in den Küchen einführte. Das war eine sehr anstrengende und schwierige Arbeit. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie sie sich demokratischer und menschlicher gestalten ließe. Ich denke, seine Methode bestand darin, den Leuten zuzuhören, mit ihnen zu sprechen und sie sozusagen unter seine Fittiche zu nehmen. Er besaß die Fähigkeit, zuzuhören und die besten Mitarbeiter für seine Brigade auszuwählen. Es gehörte zu Escoffiers Stärken, sich mit guten Mitarbeitern zu umgeben. Ein guter Chef braucht diese Fähigkeit. Bei Monsieur Escoffier werden Ruhe und Beherrschung verlangt. Berufsjargon und vulgäre Ausdrücke sind verboten. Und er besteht bei seinen Mitarbeitern auch auf Arbeitskleidung und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Unter Escoffiers Schirmherrschaft wird 1910 mitten in London die Kochschule des Westminster Kingsway College gegründet. Hier sollen die ersten Generationen moderner Küchenchefs nach der neuen Philosophie ausgebildet werden. Denn ihre Regeln haben sich nach und nach in allen Spitzenrestaurants der Welt durchgesetzt. Paul Jervis, der diese Schule selbst absolviert hat, leitet hier heute das Ausbildungsprogramm. Für uns als Hotelfachschule ist Auguste Escoffier ein großes Vorbild. Keiner kommt an ihm vorbei. So eng ist er mit einer funktionierenden Küchenorganisation verbunden. Ohne Escoffier würde Chaos herrschen. Dinge wie die Einführung einer einheitlichen Uniform, damit alle gleich aussehen, machen einen unglaublichen Unterschied. Wer eine Uniform trägt, benimmt sich gleich ein bisschen anders. Auguste hatte sich vorgenommen, alles zu tun, um den gesellschaftlichen Status der Köche zu verbessern. Er versuchte, ihr Image aufzuwerten und fing dabei mit ihrem Selbstbild an. Wer in Escoffiers Küchenbrigade arbeitete, war ein Spitzenkoch und musste nicht nur am Arbeitsplatz nach Escoffiers Philosophie handeln, sondern sie auch außerhalb der Brigade verbreiten. Escoffiers Erbe beschränkt sich nicht allein auf die Kochkunst. Er hat auch gesagt, ihr seid keine Handlanger oder Fronarbeiter, die jemand beliebig herumschubsen kann. Ihr seid Spitzenkräfte.
Vous êtes des ouvriers d'élite. Et ça, c'est toute l'approche du compagnonnat. Das erinnert an die Idee der Gesellenbruderschaft. Der Handwerker Auguste Escoffier möchte, dass seine Mitarbeiter freie, ausgeglichene Menschen sind und wie er bekannte und anerkannte Meisterköche werden. Des chefs connus et reconnus. Seitdem Auguste die Küche leitet, ist das Petit Moulin Rouge in Paris stets gut besucht. Hier diniert der Prince of Wales mit dem Staatsmann Léon Gambetta. Hier verkehrt Patrice de MacMahon, der inzwischen französischer Staatspräsident ist. Und hier finden sich neben Sarah Bernhardt und ihrem Liebhaber, dem Illustrator Gustave Doré, auch Georges Sand und immer wieder die Kurtisanen Cora Pearl und Blanche d'Antigny mit ihren Scharen von Bewunderern ein. Hinter den Kulissen ist es Auguste gelungen, das gewünschte Arbeitsklima zu schaffen. Und er hat begonnen, die Prinzipien und technischen Grundlagen seiner persönlichen Kochphilosophie zu entwickeln. Das zukünftige Fundament der modernen Gastronomie. Er hat mehr Leichtigkeit in die Küche gebracht. Der Inbegriff der französischen Küche sind Braten und Soßen. Unsere Soßen sind bis heute vorzüglich und sehr wichtig. Und genau das ist das Revolutionäre an Escoffiers Kochkunst. Er hat den Geschmack der Soßen bewahrt und sie gleichzeitig leichter gemacht. Um dies zu erreichen, hat er den Herstellungsprozess der traditionellen Soßen rationalisiert und dabei genau auf Geschmack und Konsistenz geachtet. Escoffier hat die Technik des Reduzierens entwickelt, die den Geschmack intensiviert. Darüber hinaus sorgt das Reduzieren für ein Eindicken der Soßen, denn er fügte keinerlei Bindemittel hinzu. Die Soßen waren gebunden, aber im Vergleich zu früher um 80% leichter. Und sie hatten eine sämige Konsistenz. Möglicherweise inspiriert durch die Arbeiten der Chemiker seiner Zeit, sowie Dmitri Mendelejew, der gerade sein periodisches System der Elemente vorgestellt hat, teilt er die unzähligen Soßen der französischen Küche nach ihren gemeinsamen Grundsoßen ein. Escoffier sagt, um einen Jus oder einen Kalbsfond herzustellen, brauche ich 6 Kilogramm Kalbsschulter und 10 Liter Wasser. Der Geschmack dieser Bouillon ist also extrem konzentriert. Das ergibt hervorragende Grundbouillons oder Basisfonds, aus denen sich etwa 40 Soßen ableiten lassen. Aus den reduzierten Soßenfonds oder Fleischbrühen entwickelt er Muttersoßen, aus denen wiederum eine Unmenge von Ableitungen entstehen, durch Hinzufügen von Kräutern, Gewürzen, Gemüse und anderen Würzstoffen. Er erfindet ein ganz neues Kochsystem, dessen Bestandteile aufeinander aufbauen und reproduzierbar sind. Ich habe Escoffier so verstanden. Die Kochkunst muss, ohne deswegen aufzuhören, Kunst zu sein, ihre oft empirische Vorgehensweise der Wissenschaft unterwerfen. Er spricht mich als Mann der Wissenschaft an, der nicht nur mit der Zeit ging, sondern auch zukünftige Generationen im Blick hatte. Your first stage, your white roux, is used for what? Okay, Bechamel. Er hat die Geschichte nicht verleugnet, aber er war so klug, die Kochkunst von Ballast zu befreien und sie dem Zeitgeist anzupassen. Die Fortschritte im Bereich der Hygiene und Haltbarmachung erlauben ihm auch, die bislang gültigen Garzeiten zu ändern. Die Entwicklung ging auch dahin, zu lange Garzeiten und allzu kräftige Marinaden abzuschaffen. Alles abzuschaffen, was überholt war. Alles war schwer und verkocht. Denn vor Escoffier hatten die Leute Angst, vom Essen krank zu werden. Deswegen wurde alles viel zu lange gegart. Er sagt, das Produkt hat bereits einen natürlichen Geschmack, wenn es ein gutes Produkt ist. Versuchen wir also, es möglichst wenig zu verfälschen.
Wir müssen zurück zu den unverdorbenen, einfachen und natürlichen Aromen der Produkte. Auguste Escoffier macht sich daran, das gesamte gastronomische Erbe der Franzosen an diese neuen Prinzipien anzupassen. Da musste jemand schon sehr intelligent, offen und vor allem charakterstark sein, um das Monstrum der französischen Gastronomie in Bewegung zu setzen und den Menschen klarzumachen, dass der Erfolg der französischen Gastronomie von ihrem Wandel abhängt. Doch Auguste vergisst auch seine Gäste nicht. Er hat erkannt, dass sie ganz versessen auf Neuheiten und besondere Aufmerksamkeiten sind. Er versucht daher, seine Gerichte zu personalisieren und entwickelt die Gewohnheit, sie seinen hochrangigen Gästen persönlich zu präsentieren. Monsieur Escoffier, dites-nous tout. Il s'agit d'un fouetté de crème désignée, le tout sur un lit de fraises d'Espagne, recouvert de fines tranches de pain normand grillé à la main défilée. Quel talent! Quelle créativité! Un artiste, Monsieur Escoffier. Die Köche waren damals sehr diskret und blieben immer in ihrer Küche. Er dagegen ging auf die Leute zu. Ein wahrer Spitzenkoch darf seine Küche verlassen und mit seinen Gästen sprechen. Das ist ein Privileg der ganz Großen, so wie Escoffier, der mit den größten Stars der damaligen Zeit, Berühmtheiten wie die heutigen Rockstars, bekannt war. Dazu gehörten die Melba oder die Patti, zwei große Sängerinnen, oder auch Coquelin, der als erster die Rolle des Cyrano de Bergerac spielte, also echte Superstars. Escoffier kam einfach aus seiner Küche, um sich mit ihnen zu unterhalten. Seinen berühmtesten Gästen widmet er die Kreationen, zu denen sie ihn inspirieren. Mit solchen Aufmerksamkeiten gewinnt er einige treue Freunde. Sarah Bernhardt ist für ihre Zeitgenossen der Topstar. Wenn sie ein Restaurant wie das von Escoffier betritt, liegt ihr alle Welt zu Füßen. Escoffier ist fasziniert von ihr und unterhält sich gern mit ihr. Ich wusste, wie sehr Sarah Bernhardt für Kalbsbrisauflauf mit frischen Nudeln und ein mit Trüffelscheibchen verziertes Gänseleberpüree schwärmte. Ich hatte oft Gelegenheit, ihr dies selbst zuzubereiten, um ihrer Laune Genüge zu tun. Diesem berühmten Auflauf verdanke ich die Freundschaft, die sie mir seitdem immer wieder bewiesen hat. Mit 30 nimmt Augustes Karriere Fahrt auf. Er eröffnet in Cannes den Faison Doré, ein Feinkostgeschäft mit Gastronomie. Und er heiratet Delphine Daffy, mit der er 3 Kinder bekommen wird. 8 Jahre später reist er für ein Treffen nach Monte Carlo. Er ist ein reifer Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. Er hat das Faison Doré inzwischen verkauft und seine Laufbahn, zunächst als Direktor des Maison Chevet in Paris und später als Küchenchef im Casino von Boulogne-sur-Mer, fortgesetzt. Gerade hat er sich an der Gründung einer neuen Zeitschrift beteiligt, L'Art Culinaire, Kochkunst. Und nun steht er in Monte Carlo vor einer Begegnung, die seiner gastronomischen Vision eine ganz neue Dimension verleihen wird. Die Entwicklung der Eisenbahn in Europa hat ein neues Phänomen hervorgebracht, den Tourismus. Noch ist er das Privileg einer kleinen, schwerreichen Oberschicht. Der internationale Adel und bald auch die neuen Industriemagnaten machen es sich zur Gewohnheit, ihr Winterquartier wegen des milden Klimas an den französischen Küsten aufzuschlagen. Um diese steinreichen Gäste zufriedenzustellen, wird ein neues Hotelkonzept entwickelt. Das Luxushotel.
Risikofreudige Unternehmer bauen in bester Lage gewaltige Paläste, die einen noch besseren Service bieten als die gehobenen Hotels. César Ritz ist einer der allerersten, die diesen Trend erkannt haben. Der Schweizer Hotelier und Unternehmer leitet in Monte Carlo und in Luzern zwei Luxushotels, in denen die einflussreichsten Persönlichkeiten der alten und neuen Welt verkehren. Der Prince of Wales und seine Mutter, Königin Victoria. Kaiserin Elisabeth von Österreich. Die russischen Großfürsten. Aber auch die neuen Könige der amerikanischen Finanzwelt und Industrie, sowie südafrikanische Millionäre und orientalische Potentaten. Darunter sind Monarchien, die in den letzten Zügen liegen. Das russische Kaiserreich, Österreich-Ungarn oder auch das Osmanische Reich, dessen Herrscher vielleicht ein bisschen exotischer, aber im Großen und Ganzen Teil derselben Gesellschaft sind. Hinzu kommt die aufstrebende bürgerliche Unternehmerklasse. Einige gehören sogar zu beiden Gruppen. Die Rothschilds zum Beispiel sind Großbürger, die als Barone in den Adelsstand erhoben wurden. Ritz hat früh erkannt, dass die Restaurants für den Erfolg dieser Luxushotels von entscheidender Bedeutung sind. Als sein Chefkoch ihn verlässt und Monsieur Escoffier empfiehlt, organisiert Ritz umgehend ein Treffen. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Pareillement. Souhaitez-vous que nous nous installions en terrasse? Il fait si bon aujourd'hui. Quand on lit les mémoires. Wer liest, was César Ritz und Auguste Escoffier übereinander schreiben, dem wird klar, dass es zwischen den beiden Männern keine Rivalitäten gab. Sie teilten einen gemeinsamen Willen zum Erfolg. Il faut leur faire vivre des moments exceptionnels. Ritz beeindruckt Auguste durch seine Eleganz, seine Gewandtheit und seine Maßlosigkeit. César erkennt sofort, dass Escoffiers künstlerische und gleichzeitig rationale Sichtweise perfekt zu seiner eigenen Vorstellung von Gastlichkeit passt. Es ist der Beginn einer Freundschaft, die sich als Meilenstein in der Geschichte des Gastgewerbes erweisen wird. Ritz verkörpert die Hotellerie. Escoffier, die Gastronomie. Mit vereinten Kräften werden sie den Archetyp des Luxushotels ins Leben rufen. Beide haben den wachsenden Einfluss der Frauen in der aristokratischen und kultivierten Gesellschaft der damaligen Zeit erkannt. Sie stellen sie ins Zentrum ihrer Überlegungen und begründen so den Erfolg ihrer Hotels. César Ritz und Auguste Escoffier haben ihre Restaurants für die Frauen geöffnet. Escoffier hat sehr schön beschrieben, dass sogar an die richtige Beleuchtung gedacht wurde, um ihrer Schönheit zu schmeicheln. Alles war auf die Frauen ausgerichtet. Ritz und Escoffier stellen das Restaurant in den Mittelpunkt ihrer Inszenierung. Sie legen neue Regeln fest und wählen die Gläser, das Porzellan, das Tafelsilber und die Tischwäsche aus, an die wir bis heute gewöhnt sind. Er ist der Regisseur, das ist wichtig. In einem Restaurant ist die Qualität dessen, was auf dem Teller liegt, bis heute ausschlaggebend. Aber der Service, der Empfang und auch die Ausstattung sind alles andere als unbedeutend. Und das hatte Escoffier mit der Hilfe von Ritz erkannt. Sie schreiben dem Personal eine bestimmte Gestik und Arbeitskleidung vor, die seitdem untrennbar mit der Haute Cuisine verbunden ist. So wird der Service zu einem eindrucksvollen Ballett, dessen Choreografie sorgfältig ausgearbeitet ist, um ein Höchstmaß an Effizienz und Eleganz zu erreichen. All dies steht in Einklang mit dem hohen Ziel von Auguste, den gesamten Restaurantbesuch zu einem exklusiven und einzigartigen Erlebnis zu machen. Auguste Escoffier hatte eine ganzheitliche Sicht der Gastronomie.
Er wusste, dass es in der Kochkunst nicht nur darauf ankommt, bestimmte Zutaten zusammenzustellen. Ohne das Ganze drumherum, ohne ein fantasievolles Ambiente, fehlt das emotionale Element. Dieses Erlebnis beginnt fortan bereits mit dem Lesen der Speisekarte. Escoffier liebte ganz offensichtlich die Sprache. Vielleicht genauso sehr wie das Kochen. Ich stelle mir vor, wie er mit großem Vergnügen seine Menüfolge niederschrieb und sie laut las, um Rhythmus, Ausdruckskraft und Klang zu finden. Velouté léger de poulet, paillettes aux amandes grillées, le rêve de Katinka. Er spielte mit den Namen seiner Gerichte, die oft Widmungen oder Verweise auf historische Persönlichkeiten enthalten und hübsch formuliert sind. Soufflé de parmesan à la périgourdine, fraise au curaçao, fleurette chantilly, sablé viennois, café mode oriental. Escoffiers Menüs sind geistige Genüsse, oft von ihm persönlich mit violetter Tinte in Schönschrift geschrieben. Ein Viertel der Gerichte sind berühmten zeitgenössischen Frauen gewidmet. Consommé Isabelle, Prinzessin von Guise. Consommé Hélène, Prinzessin von Aosta. Poulard Adelina Patti. Mignonette de Caillé-Rachel. Salade Réjeanne. Bis dahin hat es in der Geschichte der Kochkunst und in der Tradition von Carême vor allem sehr sperrige, schwer verdauliche Namen gegeben, bei denen oft unklar blieb, was auf dem Teller liegen würde. Aber Escoffier liebte es, mit Wörtern zu spielen und sich mit Hilfe von Poesie und literarischer Ästhetik verständlichere und verlockendere Namen auszudenken. Erstmals kann Auguste in der Küche seiner Inspiration freien Lauf lassen. Damit seine Gerichte beim Servieren die richtige Temperatur haben, vereinfacht er sie und verzichtet auf von der Architektur inspirierte Dekorationen, wie sie zur Zeit von Carême oder Gouffet in Mode waren. Fortan ist es der Inhalt, der ein Gericht zum Kunstwerk macht. Die Komposition und die Farben erinnern an ein kleines Gemälde, ein sorgfältig ausgeführtes Aquarell. Er sagt, etwas Einfaches kann sehr wohl schön sein. Er ist auf der Suche nach der Einfachheit des guten Geschmacks. Wenn das nicht absolut modern ist. Obwohl die meisten Gerichte auf dem Teller serviert werden, ist das ästhetische Anrichten bis heute ein wichtiger Bestandteil der Kochkunst wie auch der Ausbildung. Es hat sich sogar zu einer Art Markenzeichen entwickelt. Auguste hatte erkannt, dass wir nicht nur mit dem Mund essen. Es geht auch um das präzise Anrichten auf dem Teller. Das Vergnügen, das Essen vor sich zu sehen und die Vorfreude darauf, wie es wohl schmecken wird. Dann sind da der Duft, die Konsistenz und die Farben der angerichteten Speisen. All dies spielt eine wichtige Rolle für das Gesamterlebnis. Jeder junge Koch erlebt irgendwann einen Moment der Offenbarung, in dem er das versteht. Das kann Jahre dauern. Es fließen eben auch Emotionen ein. Bei einem perfekten Gericht passt einfach alles zusammen.
Die Vorstellung vom Koch als Künstler ist etwas sehr Französisches. Dabei geht es nicht um eine teure, edle Küche mit Unmengen von Trüffeln, sondern um den künstlerischen Aspekt. Das ist typisch französisch. Die Vorstellung, dass der Künstler auch Koch und der Koch auch Künstler ist. Und diesen Virus haben wir inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet. Sechs Jahre lang werden Ritz, Escoffier und ihre Mitarbeiter im Winter in Monte Carlo und im Sommer in Luzern arbeiten. Im Dienst derselben Gäste, die ihnen folgen und deren Zufriedenheit ihre Reputation weiter steigert. Bis eines Tages ein Gast so beeindruckt von ihrem Erfolg ist, dass er ihnen eine neue, viel größere Herausforderung vorschlägt. Die Eroberung Londons. 1890 ist London die bevölkerungsreichste, wohlhabendste und betriebsamste Stadt der Welt. Als internationaler Inbegriff der Modernität ist sie dabei, sich zu einer Drehscheibe zwischen der alten und der neuen Welt zu entwickeln. London wird zum perfekten Sprungbrett für die neue kulinarische Philosophie Escoffiers. Das war eine riesige Stadt, viel größer als Paris und größer als New York. Dort ließ sich alles tun, alles kaufen und alles finden. Aber es gab keine Möglichkeit, um gut essen zu gehen. In Städten wie Nizza, Paris oder New York konntest du deine Freunde in ein Restaurant einladen. Aber in London warst du auf das eigene Zuhause oder deinen Club angewiesen. Die Stadt war eine gastronomische Wüste. Richard Doyley Cart ist der Besitzer des bekanntesten Londoner Theaters, das Savoy Theatre. Mit den Einnahmen aus den komischen Opern von Gilbert und Sullivan, die sich größter Beliebtheit erfreuen, hat er das Savoy Hotel bauen lassen. Obwohl es das größte und modernste Hotel der Stadt ist, lässt der Erfolg auf sich warten. Es war ein fantastisches Hotel. Und als Krönung wollte Doyley Cart unbedingt ein Restaurant eröffnen, das endlich ein Stück Paris und Monte Carlo, ein bisschen Glamour nach London bringen sollte. Er bot Ritz praktisch unbegrenzte Summen, damit er die Probleme des Hotels löste. 1890 übernehmen Auguste und César die Leitung des Hotels. Das Savoy ist das erste Luxushotel der britischen Hauptstadt und das erste öffentliche Gebäude weltweit, das über elektrische Beleuchtung und elektrische Fahrstühle verfügt. Und es ist das erste Hotel, das die meisten seiner Zimmer mit Bädern ausgestattet hat. Ritz übernimmt die Aufgabe, prominente Gäste zu gewinnen, namentlich den treuen Prince of Wales. Doch Escoffier steht vor einer gewaltigen Herausforderung. In Monte Carlo und Luzern waren die Hotels zwar auch groß, aber im Savoy war er mit riesigen Räumen konfrontiert, die für Bankette mit mehreren hundert Gästen ausgelegt waren. Auguste wird sich auf eine weltweit einzigartige Kapazität von über 500 Gedecken einstellen müssen. Und in der britischen Hauptstadt geht es sehr hektisch zu. Fabrice Lanon ist seit kurzem der neue Chefkoch im Savoy. Er hat zuvor in Dubai, Istanbul, Marrakesch und Singapur gearbeitet. Doch als er hier anfing, stand er vor derselben Herausforderung wie Auguste. Im Allgemeinen sind es 1000 Gedecke pro Tag. Hinzu kommen rund 600 Mahlzeiten für das Personal. Das ist eine enorme Zahl, die einer allein natürlich nicht schaffen kann. Wir sind daher derzeit ein Team von 130 Mitarbeitern. Auguste hat 80 Köche nach London geholt, die auf seiner Schule ausgebildet wurden. Doch er merkt sehr schnell, dass er die gesamte Arbeitsorganisation ändern muss, damit die Qualität der Gerichte nicht durch das Tempo in der Küche beeinträchtigt wird.
Er führt das sogenannte Brigadensystem ein. Eine sehr präzise und sehr hierarchische Arbeitsteilung, die bis heute in allen Küchen der Welt Anwendung findet. Bis dahin galt, jeder macht in der Küche irgendwie alles. Wer die Soße zubereitete, übernahm vielleicht gleichzeitig das Gemüse. Escoffier führte eine strenge Aufteilung ein. Das war die größte Veränderung in der Küche. Die Einrichtung verschiedener Posten mit klar definierten Aufgaben. Jeder Posten übernimmt die Vorbereitung oder Verarbeitung ganz bestimmter Produkte oder Zutaten. Wenn du ein Dutzend Dinge gleichzeitig tust, ist das schwer zu bewerkstelligen. Konzentrierst du dich dagegen allein auf den Fisch, wirst du als sogenannter Postenchef die Arbeit viel besser bewältigen. Dieses System hat er in den Küchen eingeführt. Unter dem Küchenchef und seinem Stellvertreter arbeiten fortan ein Chef Saucier und seine Commis. Ein Chef Poissonnier, verantwortlich für Fisch und Meeresfrüchte. Ein Rotisserie-Posten, der sich allein dem Braten von Fleisch widmet. Ein Garde-Manger, der sich um die Vorspeisen und kalten Buffets sowie die Vorbereitung von Fleisch und Wurst kümmert. Ein Entremetier, der mit seinem Team das Gemüse und Eierspeisen zubereitet. Und ein Posten, der von einem Chef-Pâtissier geleitet wird. Aus diesen gleichzeitig zubereiteten Elementen werden die Gerichte anschließend zusammengestellt. Der Zeitgewinn ist erheblich und die Qualität bleibt einwandfrei. Alles traf gleichzeitig und absolut nahtlos am Pass ein, wo Escoffier die Gerichte überprüfte, bevor sie rausgingen. Das System lieferte einen stetigen Strom von Gerichten wie am Fließband. Er konnte 500 Gedecke anrichten, sehr schnell, sehr effizient und vor allem in gleichbleibender Qualität. Diese rationelle Arbeitsorganisation erinnert an die Theorien des Amerikaners Frederick Winslow Taylor, die Henry Ford später in seinen Fabriken umsetzte. Ohne sie unbedingt zu kennen, wandte Escoffier in seiner Küche einige der modernsten Methoden an, die in Amerika gerade aufkamen. Denn Küchen haben schon immer ganz ähnlich wie Fabriken funktioniert. Das ist noch kein Taylorismus, aber es geht bereits in diese Richtung. Hinter der Fassade des Luxushotels verbirgt sich fortan eine ausgeklügelte Industrie. Alles muss gut organisiert sein, um alle Gerichte für einen ganzen Tisch gleichzeitig servieren zu können. Das ist eine Kunst. Damit entsteht auch eine neue Auffassung von den Aufgaben eines Küchenchefs. Neben der eigentlichen Kochkunst muss er nun alle Abläufe orchestrieren. Der Chefkoch ist wie ein Dirigent, der alles zusammenhält. Er muss beliebt sein und er muss seine Mitarbeiter lieben. Das ist sehr wichtig. Ohne Liebe kann es keine Kochkunst geben.
Von nun an muss er die Aufgaben eines modernen Unternehmenschefs übernehmen. Im Savoy erhält Auguste Escoffier ein Budget, mit dem er wirtschaften muss. Von ihm wird erwartet, gleichzeitig Chefkoch und Unternehmenschef zu sein. Als Unternehmenschef müssen Sie in der Lage sein, die Entwicklungen in Ihrem Beruf vorherzusagen. Wie managen Sie Ihre Teams? Wie wird sich dieses Management verändern? Wie wird die Küche von morgen aussehen? Ich denke, er hat in der Küche eine neue Ära eingeläutet. Der schnelle Wandel der Welt mit London als ihrem damaligen Zentrum stellt Auguste vor eine weitere Herausforderung. Durch das rasende Tempo ihrer Geschäfte bleibt seinen Gästen viel weniger Zeit zur Verdauung. Zudem entwickelt die Haute Volée unter dem Einfluss der Dandies neue Vorstellungen von Eleganz. Er hat erkannt, dass diese Gesellschaft anders essen wird, da zwischen dem Mittag und dem Abendessen noch einige Stunden Arbeit liegen. Er beobachtet die Gesellschaft. Er übernimmt ein grundlegendes Prinzip der griechischen Antike. Was ist Kochkunst? Vergnügen, Wohlbefinden, Gesundheit. Escoffier hat die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit erkannt. Und er handelt entsprechend. Um dem neuen Ernährungsbewusstsein Rechnung zu tragen, wird Auguste viel Zeit auf die Entwicklung neuartiger Menüs verwenden. Die Entwicklung geht von extrem reichhaltigen, traditionellen Speisen zu sehr modernen Menüs. Es ist ihm gelungen, ein bisschen Magie hineinzubringen. Und vor allem ein Gleichgewicht zwischen Vorspeise, Hauptgang und Dessert herzustellen. Auch wenn es immer noch 4 bis 5 Gänge gibt. Aber ursprünglich waren es 30 gewesen. Escoffiers Menüs sind ausgewogen, was Ernährung und Geschmack betrifft. Im Savoy kann sich der Künstler Escoffier ausleben. Mit der Unterstützung von so hochrangigen Gästen wie dem Prince of Wales sind alle Kühnheiten erlaubt. Bei einem Buffet für 600 Personen tischt er kalte Froschschenkel in Aspik auf, die er Nymphen im Morgenrot nennt. Das ist großartig und eine sehr fantasievolle Sicht eines Froschschenkels. Dass er Froschschenkel anbot, ist nicht als Provokation zu verstehen. Er war einfach davon überzeugt, dass sie so köstlich waren, dass sie auch den Engländern nahegebracht werden sollten. Seitdem haben die Froschschenkel ihren festen Platz auf der Speisekarte des Savoy. Dieses Gericht hat sich zu einem kulinarischen Markenzeichen des Savoy entwickelt. Im Laufe der Zeit wurde es von einigen Chefköchen neu interpretiert. Wir nennen sie jetzt Froschschenkel nach Art des Savoy. Ritz kommt auf die Idee, Johann Strauss und sein Orchester zu engagieren, um im Restaurant des Savoy für eine musikalische Untermalung zu sorgen. Mit durchschlagendem Erfolg. Der Einfluss von Ritz und Escoffier auf das gesellschaftliche Leben im damaligen London war enorm. Früher feierten reiche und einflussreiche Bürger bei sich zu Hause, wo sie über eigene Köche verfügten oder in ihren Clubs. Doch nun luden sie stattdessen ins Savoy ein. Die britische Zeitschrift Truth schreibt: Das Savoy verwandelt sich in einen sakrosankten Treffpunkt der internationalen Aristokratie. Eine Oase für Künstler und ein Mekka für Gourmets. Monsieur Escoffier wird zu einer Londoner Berühmtheit. Nachdem er die Sängerin Nellie Melba in Lohengrin bewundert hat, kreiert er im Savoy ein Dessert für sie, das Teil seiner Legende werden wird. Ein halber Pfirsich auf cremigem, halbfestem Vanilleeis. Der Pfirsich muss Zimmertemperatur haben, also leicht lauwarm sein. Das ergibt ein ganz köstliches Spiel der Texturen und bringt das Vanillearoma gut zur Geltung. Das Himbeerpüree sorgt für einen weiteren Kontrast der Texturen und Temperaturen. Ein unglaublicher Genuss. Eine solche Kunstfertigkeit war ungewöhnlich für die damalige Zeit.
Sie können sich vorstellen, welches Aufsehen dieses Dessert vor 100 Jahren erregt hat. Die Gäste müssen sehr überrascht gewesen sein. Madame, wenn Sie erlauben, werde ich es Pfirsich à la Melba nennen. Das ist Escoffier. Er hat einfach alles. Die nötigen Fertigkeiten, die Führungsqualitäten. Denn er stützt sich auf ein großes Team und einen Sinn für Publicity. Denn natürlich wird die Presse über seinen Pfirsich Melba schreiben. Eine Gruppe von Aktionären ist vom Erfolg des Savoy derart beeindruckt, dass sie Ritz und Escoffier mit der Organisation des Grand Hotel in Rom betraut. Gleichzeitig gründet César die Ritz Development Company und startet umfangreiche Bauarbeiten an der Pariser Place Vendôme. Doch dem Eigentümer des Savoy, Richard Doyley Card, missfallen diese Pläne. Er behauptet plötzlich, dass Ritz edle Weine im Wert von vielen tausend Pfund unterschlagen hätte und Escoffier sich von seinen Lieferanten bestechen ließe. Das Problem war, dass Ritz damals auch eigene Hotels aufbaute, was zu Spannungen führte. Er hat wohl Wein, der für das Savoy bestimmt war, für seine eigenen Projekte verwendet. Sie wurden kurzerhand entlassen und taten so etwas nie wieder. Sie hatten verstanden, dass sie sich solche üblichen Praktiken nicht leisten konnten. Der Abschied vom Savoy fällt beiden umso leichter, als die Aktionäre sie mit der Leitung des ersten Carlton betraut haben, das gerade in London entsteht. Und in Paris ist das Ritz fast fertig. In Paris herrscht bereits wieder Aufbruchstimmung. Es ist die Zeit der Belle Époque, in der Optimismus und Sorglosigkeit überwiegen. Die Menschen begeistern sich für den Fortschritt und diskutieren über eine Fülle von wissenschaftlichen Entdeckungen und neuen Kunstwerken. Der von Pierre de Coubertin geförderte Sport wird zu einer weit verbreiteten Freizeitbeschäftigung. Ein zerstreuungssüchtiges Bürgertum bevölkert Cafés, Nachtlokale, Konzertsäle und Salons. Mit der Pariser Weltausstellung von 1900 wird diese Glanzzeit der Lichterstadt schon bald ihren Höhepunkt finden. Im Zentrum dieses wilden Strudels wird das Ritz an der Place Vendôme zur Apotheose des im Savoy entwickelten Modells. Escoffier verfügt über alle nötigen Mittel. Diesmal wird er die Küchen so einrichten können, dass sie perfekt an seine neuen Methoden angepasst sind. Die langen Herde mit ihren großen Kochfeldern und der Pass, an dem die Teller warm gehalten werden, all das wurde von Escoffier entwickelt. Er kombiniert die funktionellen Neuerungen der modernen Zeit mit dem, was ihm an der Tradition bewahrenswert erscheint. Jedoch immer mit demselben Ziel, der Perfektionierung der Küche. Escoffier bevorzugt Kupfer anstelle des modernen Aluminiums. Aber er lässt über jedem Herd Glühbirnen anbringen. Er legt eine bestimmte Höhe für Tische und Regale fest und misst die Zahl der Schritte zwischen den einzelnen Posten, um für ideale Bewegungsabläufe zu sorgen. Die ergonomische Küche, in der sich der Koch in seinem Arbeitsbereich nur umzudrehen braucht, ist eine Erfindung Escoffiers. Der prägende Einfluss des Meisterkochs ist ein wesentlicher Bestandteil der Marke Ritz. In der kürzlich von Grund auf renovierten Küche im Ritz in Paris ist der Einfluss des Mannes, der sie einst einrichtete, bis heute spürbar.
Wir haben immer noch dieselbe Arbeitsorganisation. Eine Organisation, die komplett anders ist als in einem klassischen Restaurant. Wir haben hier viele Gäste aus allen möglichen Bereichen mit täglich bis zu 1200 Gedecken. Wir müssen sehr sorgfältig und präzise arbeiten, was die Verwendung der Produkte und die Rezepte betrifft. Küchenchef Nicolas Salles ist der 10. Nachfolger von Escoffier im Ritz Paris und derzeitiger Präsident der Association des Disciples d'Escoffier. Er trifft sich regelmäßig mit seinem Vorgänger Michel Roth, um die Weitergabe dieses Erbes zu fördern. Als Schüler von Escoffier halten wir uns an seine Prinzipien und Werte, die wir täglich in unseren Küchen zu vermitteln versuchen. Wir sprechen zum Beispiel über Dinge wie Haltung, Respekt und Demut. Wir haben oft Gäste an diesem Tisch, die hinterher sagen, wir hatten erwartet, dass viel herumgeschrien und geschimpft wird. Aber es war im Gegenteil fast wie im Theaterstück, in dem jeder seine feste Rolle hat. Wenn ich Sie frage, ob Sie jetzt enttäuscht seien, sagen Sie, im Gegenteil, wir sind sehr beeindruckt. Das ist wie ein Uhrwerk, alles läuft allein über Blicke. Ich mag es, wenn es in meinen Küchen nicht zu laut, sondern eher still ist. Wenn wir uns etwas zu sagen haben, versuchen wir zu flüstern oder anders zu kommunizieren. Jedes wird gemacht, Chef, ist dabei überflüssig. Es kommt darauf an, für eine osmotische, quasi sehr durchlässige Arbeitsatmosphäre zu sorgen, in der wir uns alle gegenseitig ergänzen. Ich denke, dass ein Chefkoch heutzutage in sich ruhen sollte. Er muss ständig präsent sein und seine Kollegen inspirieren, damit sie dafür sorgen, dass jedes Gericht, das die Küche verlässt, perfekt ist. Denn es ist jedes Mal ein neuer Gast. Das ist es, was Escoffiers Küche ausmacht. 1898 ist das Ritz ein sofortiger Erfolg. Es wird Mode, sich hier täglich um 17 Uhr einzufinden. Und die Gala-Diners entwickeln sich zu einem echten Pariser Ritual. Wie bereits in London ziehen die Aufmerksamkeiten von Monsieur Ritz und die erlesene Küche von Monsieur Escoffier auch Kurtisanen an. La Belle Otero, für die Baron von Olstreder Perlen an Escoffier übergibt, damit dieser sie in seinen Soufflés verstecken möge. Emilienne d'Alençon, Favoritin des Königs Leopold von Belgien. Gabi Delis, Mätresse des Königs Manuel von Portugal. Doch Auguste ist auch bei den Großereignissen gefragt, die das Paris seiner Zeit prägen. So bereitet er etwa das Picknick vor, das Alberto Santos Dumont auf seine erste Ballonfahrt im Jardin d'Acclimatation mitnimmt. Für Escoffier ist der Beweis für die Effizienz und Reproduzierbarkeit seines kulinarischen Systems erbracht. Knapp ein Jahr nach seiner Ankunft übergibt er die Küchen des Ritz an den Küchenchef Gimond, den er persönlich ausgebildet hat. Er selbst kehrt mit César Ritz nach England zurück, wo sie das Carlton leiten sollen. Diesmal lastet der stärkste Druck auf César Ritz. Das Carlton ist sein großes Comeback in London
Seine Rache an Doyle Card für die Demütigung im Savoy. Sie sind auf dem Gipfel angekommen. Sie sind weltweit die Besten. Also müssen sie ins Carlton geholt werden. Das leistet sich die Marke Ritz und vor allem die Marke Escoffier im Bereich, wie die Engländer sagen, Food and Beverage, weil das Beste gerade gut genug ist. Das neu eröffnete Carlton wird zum besten Hotel Londons und verweist das Savoy auf den zweiten Platz. Wie es sich bewährt hat, übernimmt Escoffier die Planung und Einrichtung von Küche, Weinkeller und Restaurant. Er hat eine handverlesene Brigade aus über 60 Köchen zusammengestellt. Er verfügt im Carlton über unbegrenzte Mittel für einen umwerfenden Weinkeller und die ausgefallensten Gerichte. Mit 53 Jahren ist Auguste nun ein Meister seines Fachs und der Inbegriff der modernen Kochkunst. Er lebt in London und sieht seine Familie nur selten. Seine Tage sind streng durchorganisiert. Er stellt fest, dass er vieles delegieren muss, denn er wird nicht jünger. Mittags und abends am Herd oder am Küchenpass zu stehen, das machst du mit 30, vielleicht auch noch mit 40. Aber mit fortschreitendem Alter wird es immer schwieriger. Er konzentriert sich jetzt auf die Aufgaben, die er für wesentlich hält. Hierzu gehört die Beaufsichtigung der Einkäufe. Er hat alle Lieferanten persönlich ausgewählt. Eine von Escoffiers Neuerungen war das Einkaufssystem. Die Waren trafen täglich mit dem Zug aus Paris ein und waren an ihn persönlich adressiert. Alles war perfekt organisiert. Von London aus versucht er, das Ansehen Frankreichs und seiner Produkte aktiv zu fördern. Escoffier ist ein typischer Franzose seiner Zeit. Er ist Patriot und als solcher wirbt er für französische Produkte. Das ist auch heute noch eine Strategie. Escoffier ist der Erste, der sagt, dass die französische Küche so hoch entwickelt, so raffiniert, präzise und großartig ist, liegt an der Qualität unserer Erzeugnisse. Denn wir haben das beste Geflügel und das beste Fleisch. Unser Obst und Gemüse ist köstlich. Der immense Bedarf des Carlton macht ihn zum größten Importeur von französischen Luxuslebensmitteln in ganz England. Seine Gerichte begründen den Weltruhm der Enten aus Rouen, der Béarg-Lämmer und der Gänseleberpastete aus dem Elsass und dem Périgord. So werden die Produkte auch zu Garanten des Wohlstands ihrer französischen Erzeuger. Eigens für Escoffier bauen sie in Lory grünen Spargel und im Vaucluse Tomaten an. Escoffier ist einer der ersten großen Botschafter französischer Produkte im Ausland. Er sorgt dafür, dass sie bekannt und geschätzt sind. Und auch wenn die Lieferquellen inzwischen vielfältiger sind, sind diese Produkte bis heute kennzeichnend für die gehobene Gastronomie. Es soll nicht überheblich klingen, aber unsere Seezungen kommen ebenso aus Frankreich wie die Salzwiesenlämmer, die Périgord-Trüffel oder die Gänseleber aus den Landes. Das sind einfach typisch französische Produkte, die sich leicht importieren lassen. Im Vereinigten Königreich ist das Jahr 1901 vom Tod Königin Victorias geprägt. Der Prince of Wales wird König Edward VII. Von England. Und natürlich erweist er César Ritz die höchste Ehre, das für Juni des darauffolgenden Jahres geplante Krönungsdiner im Carlton zu organisieren.
Das Hotel war komplett ausgebucht und in den Küchen lief die Arbeit auf Hochtouren, als das Diner 2 Tage vor der Krönung plötzlich abgesagt wurde, weil Edward VII. Sich einer Operation unterziehen musste. Natürlich stornierten auch die Hotelgäste, sodass alles zusammenbrach. Als Monsieur Ritz an diesem Tag ins Hotel kam, hatte er einen Schwächeanfall und einen Nervenzusammenbruch. Ritz verfällt in eine Depression, von der er sich nie wieder erholen wird. Ohne seinen Partner und Freund muss Auguste das Markenimage des Luxushotels fortan allein mit seiner Kochkunst verkörpern. Escoffier wusste nun, wie ein Luxushotel geführt werden muss. Wäre er gebeten worden, ein solches Hotel in Singapur, New York oder irgendwo sonst auf der Welt zu eröffnen, hätte er gewusst, wie ein solcher Betrieb zu führen sei und auch, wie damit Gewinn gemacht würde. Er wusste, wie mit gehobener Gastronomie Geld zu verdienen sei. Im Carlton wird er bei der Organisation von Banketten wahre Wunder vollbringen und weiterhin mindestens einmal im Monat ein ausgefallenes neues Gericht erfinden. Die Japonica empfinden die Gäste als unglaublich modern. Aber das ist Escoffier, 1903. Auguste übernimmt auch eine Idee, die er bereits im Savoy getestet hat. Nämlich eine Empfehlung des Küchenchefs. Ein zu einem Festpreis und nach den Vorlieben des Gastes kreiertes, komplettes Menü. Escoffier hatte diese neue Art, im Restaurant zu speisen, tatsächlich erfunden. Was Escoffier damals geschaffen hat, erinnert mich an das japanische Omakase-Menü, das sehr dezent und behutsam an den jeweiligen Gast angepasst wird. Doch vor allem verbringt er immer mehr Zeit mit Schreiben. Er erklärt die theoretischen Grundlagen der Kochkunst. Dabei geht es ihm nicht um das Wie, sondern um das Warum. Warum wird ein Fleischfond so hergestellt? Warum wird eine Garmethode angewandt? Warum wird ein bitterer Geschmack durch einen bestimmten Zucker neutralisiert? Er schreibt viele Jahre lang eine Kolumne für die Zeitschrift L'Art Culinaire, während er mit einigen seiner Schüler an seinem Hauptwerk arbeitet. Der Guide Culinaire erscheint 1902. Der Guide Culinaire enthält 5000 Rezepte auf rund 800 Seiten. Wer sich in dieses Buch vertieft, entdeckt unglaubliche Soßen, Fleischgerichte, Gemüse, tolle Salate und Gerichte aller Art, die uns sehr bekannt vorkommen, da es sich wirklich um das Rückgrat unserer modernen Küche handelt. Der Guide Culinaire ist eine regelrechte Enzyklopädie, die erstmals mit fast wissenschaftlicher Präzision alle Rezepte und Grundprinzipien von Escoffiers Kochsystem vermittelt. Das Buch wird für nachfolgende Generationen zum Standardwerk der französischen Küche werden. Zu Beginn unserer Kochausbildung mussten wir uns Escoffiers Guide Culinaire kaufen und das Kochbuch zweier seiner Schüler, Le Repertoire de la Cuisine. Diese Philosophie steht für die Identität und Qualität der französischen Küche. Es war immer unglaublich, wie gut die Soßen aus dem Buch waren. Das erfordert viel Arbeit, Präzision und Sinn für Details. Schon damals wurde sehr auf Details geachtet, damit die Soße glänzend, leuchtend und natürlich schmackhaft mit vielen Aromen war. Das ist Escoffier.
Mit diesem Werk und denen, die noch folgen werden, setzt Escoffier Maßstäbe. Er war unglaublich modern. Er hatte erkannt, dass er zu einer Marke geworden war, die sich gut verkaufte und gleichzeitig für bestimmte Werte stand. Und auch diese Werte brachten Geld ein. 1905 wird das neue Ritz Hotel in London eröffnet. Und die neu gegründete Ritz-Carlton Company bricht zu neuen Ufern auf. Die Hamburg-Amerika-Linie lässt ihren ersten Luxusdampfer nach New York fahren. Escoffier wird mit der Gestaltung der Küchen und des Bordrestaurants betraut. Durch die Arbeit an der Ausstattung dieses schwimmenden Luxushotels kann er auf dem amerikanischen Kontinent Fuß fassen. New York schickt sich damals an, London den Titel der größten und modernsten Stadt der Welt streitig zu machen. Die Zahl der Einwanderer aus Europa erreicht ihren Höchststand und schon wachsen erste Wolkenkratzer in den Himmel. Es werden Industrien aufgebaut und gewaltige Vermögen angehäuft. Für Auguste ist New York eine riesige Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, praktisch ohne jegliche kulinarische Kultur und gänzlich der Zukunft zugewandt. Die USA erleben einen Boom. Doch was Kultur betrifft, bleibt Europa das Vorbild. Für die Amerikaner ist Paris das Mekka der Feinschmecker. Escoffier mit seinem französischen Akzent ist also perfekt. Die Marke Frankreich verkauft sich gut. Und er hat neben seinem eigenen Image und dem Prestige des Savoy und des Carlton auch all sein Know-how im Gepäck. Er kommt als Eroberer. Unter seiner Ägide werden die Küchen in den beiden ersten Ritz-Carlton-Hotels in New York und Pittsburgh gestaltet. In einem Interview für die New York Times macht er kein Geheimnis aus seinen Plänen. Er will der französischen Kochkunst und ihren Meisterköchen die Türen zur neuen Welt öffnen. In diesem Land gibt es Platz für 15.000 bis 20.000 Küchenchefs. Sie sollten umworben und wie Künstler, nicht wie Arbeiter behandelt werden. Den europäischen Chefköchen sollte die Überfahrt bezahlt und eine Anstellung garantiert werden. So könnten alle Amerikaner im ganzen Land genauso gut essen wie in New York. Escoffier wollte die frohe Botschaft der französischen Kochkunst verkünden. Er wollte damit die USA missionieren. Auguste nutzt die schnell steigende Zahl von Luxushotels in den USA, um über 2000 Köche ins Land zu bringen, die unter seiner Regie ausgebildet wurden. Er holt seine Schüler, denn damit sichert er sich so etwas wie Unsterblichkeit. Diese Köche werden seine Lehre und seine Methoden weitergeben und seine Marke stärken. Er suchte sich die Besten aus seinem Team aus und schickte sie los, um weltweit Küchen zu organisieren. In dem Wissen, dass sie nach seinen Rezepten und Prinzipien kochen würden. Auf diese Weise hat seine neue Version der klassischen Küche weltweit Verbreitung gefunden. Durch Escoffiers direkten Einfluss. 1909 feiert Auguste in London sein Jubiläum. Er ist jetzt 63 und steht seit 50 Jahren am Herd. Es wird Zeit, sein Werk mit einer Glanzleistung zu krönen. Er hat erkannt, dass seiner Kochkunst, dank der Entwicklung neuer Verkehrs- und vor allem Kommunikationsmittel, in Zukunft die ganze Welt offen steht. Noch einmal ist er seiner Zeit voraus, indem er die Globalisierung vorwegnimmt.
1911 gründet er zusammen mit Théodore Gringoire das Magazin Le Carnet d'Épicure sowie den Club La Ligue des Gourmands, um überall auf der Welt den Beweis für die Vortrefflichkeit der französischen Küche zu erbringen. Zu diesem Zweck übernimmt der Club die Organisation eines ungewöhnlichen Events, die Dîner d'Épicure. Die Idee war revolutionär. Eigentlich ganz einfach, aber revolutionär. Vor allem angesichts der damals zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel. Es ging darum, ein Feinschmecker-Menü zu kreieren und es an Restaurants und Hotelküchen auf der ganzen Welt zu schicken, damit überall und zur selben Zeit dasselbe Menü serviert werden konnte. Am 18. Mai 1912 nehmen im Londoner Cecil Hotel 300 Personen am ersten Dîner d'Épicure teil. Neben über 4000 weiteren Gästen in 37 Restaurants weltweit. Die Gäste können ihre Eindrücke per Telegraph und Telefon austauschen. Die ersten Glückwunschtelegramme, die im Cecil eingehen, stammen von Sarah Bernard und Jean Richepin. Ich bin unter euch. Mein Dank gilt unserem großen Dichter Richepin und meinem lieben Freund Escoffier. Ein Hoch auf die Diners und die Schmeichler, denen ich mich anschließe, um die große Kunst zu rühmen, die unsere Küche ist und bleiben soll. Eine einzigartige Rose, begossen mit Frankreichs Weinen. Die Medienwirksamkeit ist natürlich riesig. Das Bürgertum der ganzen Welt muss essen, was Escoffier empfiehlt. 3 Jahre lang werden diese Diners alle 2 Monate stattfinden. Dabei ziehen sie immer mehr Gäste an und finden ein immer stärkeres Presseecho. Das ist Marketing. Hier wurde ein globales Event ins Leben gerufen. Dass der gastronomische Tourismus in Frankreich so stark ist, lässt sich genau auf solche Marketingmethoden zurückführen. Am 14. Juni 1914 nehmen über 140 Gastronomen in aller Welt am letzten Dîner d'Épicure teil. Carême hat gesagt, gäbe es keine gute Küche und keine Gastronomie mehr auf der Welt, hätten wir auch keine sozialen Bindungen mehr. Ich denke, das war auch Escoffiers Meinung. Er dachte sicher, wenn die Menschen nicht mehr miteinander reden und zusammen essen, wäre das eine Katastrophe. Sie würden sich trennen oder sogar gegenseitig umbringen. Ende Juli 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Bereits im ersten Kriegsjahr verliert Auguste seinen Sohn Daniel auf dem Schlachtfeld. Als Patriot hält Escoffier während des gesamten Krieges in der Küche des Carlton die Stellung. Als der Waffenstillstand unterzeichnet wird, serviert er ein Abendessen mit 712 Gedecken. Im Jahr darauf ist er der erste Chefkoch, der zum Ritter der Ehrenlegion erhoben wird. Mit 74 Jahren verlässt er offiziell seinen Platz am Herd. Aber nicht die Küche. Escoffier hat die Eigenschaft, sich irgendwie unsterblich zu fühlen. Er sagt sich, solange ich noch nicht ins Gras gebissen habe, gibt es keinen Grund aufzuhören. Er gehört nicht zu den Chefköchen oder Unternehmenschefs, die ihren Ruhestand planen. Für Escoffier gibt es keinen Ruhestand. Auguste wird sich noch an der Entwicklung des berühmten Brühwürfels und der Hühnersuppe für Julius Maggi beteiligen. Und im folgenden Jahrzehnt avanciert er zum Weltbotschafter der französischen Gastronomie.
Er wird bei vielen Fachtagungen geehrt und ist der erste Chefkoch der Welt, der den Status eines internationalen Stars erlangt. Zur Eröffnung des New Yorker Luxushotels The Pierre organisieren seine Schüler 1930 ein grandioses Gala-Diner zur Feier seines 85. Geburtstags. Damals wurde ihm wohl klar, dass er über seine Rolle als Koch hinausgewachsen war. Er hatte sich den Traum seines Lebens erfüllt. Jetzt konnte der Titel Cuisinier, Chefkoch, mit Stolz getragen werden. Sie waren nun nicht mehr bloß Köche, sondern Fachleute, die in einem Beruf arbeiteten, der Respekt verdiente. Am 12. Februar 1935 stirbt der 89-jährige Auguste im Haus seiner Frau in Monte Carlo. Er hat gerade sein letztes Buch veröffentlicht, Ma Cuisine. Fast ein Jahrhundert später sind seine Philosophie und seine Kochkunst nach wie vor maßgebend für viele Köche in aller Welt. Sein nachhaltiger Einfluss zeigt sich auch daran, dass die Association des Disciples d'Escoffier heute weltweit über 30.000 Mitglieder hat. Es stimmt, dass seine Schüler überall auf der Welt präsent sind und die Kochkunst fördern. Das zeigt, dass es diese Kochkunst ist, die wir lieben und bewahren wollen. Sei es nun in Frankreich oder anderswo. Dass er bis heute für so viele Köche Vorbild ist, liegt auch daran, dass Escoffiers Grundlagen der modernen Kochkunst bewusst viel Raum für die Inspiration nachfolgender Generationen lassen. In Zukunft werden andere kommen, die unser Werk neu interpretieren, ändern und verwandeln werden, um es an neue Bedürfnisse anzupassen. Das sind die unvermeidlichen Folgen des Fortschritts. Im Vorwort zu seinem Guide Culinaire schreibt er, während sich alles ändert und wandelt, wäre es absurd, die Geschicke einer Kunst festlegen zu wollen, die in so vieler Hinsicht von der Mode abhängt und genau wie sie veränderlich ist. Das ist sehr visionär und zeugt von großer Bescheidenheit. Und die französischen Meisterköche sind bis heute bestrebt, die Modernität in Escoffiers Werk wiederzuentdecken. Escoffier kommt wieder, weil wir spüren, dass diese Küche nach wie vor modern ist. Sie hat sich verändert, aber sie ist präsent. Wer heutzutage im Restaurant isst und genau hinschaut, wird immer auch ein Stück Escoffier auf seinem Teller finden. In einem Buch, das er Escoffier gewidmet hat, schreibt sein Schüler Talamas: Escoffier war ein Apostel. Und das Wichtigste für einen Apostel sind nicht Reichtümer, sondern die Schüler, die seine Botschaft an kommende Generationen weitergeben werden. Die erste und wichtigste seiner Lehren besagt, dass das Hauptziel eines Küchenchefs Perfektion ist. Und welche Mittel empfiehlt er, um dies zu erreichen? Einfachheit und Korrektheit.